Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded, meine lieben Freunde. Es ist so schön hier, auch wenn es regnet, scheißegal. So, ich habe schon eine Folge gemacht und es ist wie des Öfteren Folgendes passiert. Windows hatte ein Update, mein Mikrofon war deaktiviert, ich habe aufgenommen, habe nicht gesehen, dass es keinen Ausschlag gibt und habe ohne Mikro aufgenommen. Hab erst überlegt, ob ich das Ganze nochmal nachsynchronisiere und dachte mir, ach come on, ich habe jetzt ernsthaft nicht so viel gemacht in der Folge, als dass ich das nochmal nachsynchronisieren müsste. Ich habe hier, da läuft die Katze gerade, ich habe die Katze einmal wieder umverfrachtet, weil die ihren Futter trug und ihr Bettchen gesucht hat. Habe ich wieder hier hingepackt, ich hoffe, sie findet das jetzt. Ich habe noch eine Quest angenommen von unserem Schmied, der seine Tochter Rochelle vermisst. Ich war der Meinung, dass Rochelle tatsächlich, dass ich die schon hatte, aber das war in einer der anderen Folgen, wo ich irgendwas verkackt hatte. Deswegen werden wir die natürlich noch holen. Dann war ich tatsächlich die ganze Zeit bei der Bäuerin und habe dort Brennnesseln angepflanzt, weil das wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich da unbedingt dran denken soll. Habe ich natürlich nicht. Und musste dann nochmal los, um Brennnesseln zu holen. Und die habe ich dann hier erstmal angepflanzt, bis mir auffiel. Ja, ist doch alles Käse. Ich brauche kein Feld für die. Ich kann die einfach hier hinsetzen. Hier können die genauso wachsen. So, und währenddessen mache ich natürlich parallel noch ein paar Brennnesseln. Habe ich diese Vogelscheuche hier gebaut, die ich einfach geil fand. Ich gedacht, hier kann man rein damit. Hier ins Beet. Und diesen Zwerg. Guck ihn dir an. Dann habe ich Ziegenfutter gebaut, beziehungsweise Köder, und wollte Ziegen zähmen, weil die Bäuerin das gerne hätte. Und, warte, hier sind sie schon. Das war super easy. Es läuft genauso wie mit der Katze. Ich habe hier diesen Köder gebaut. Der war jetzt auch nicht teuer. Der war ziemlich, wo ist denn die Tante jetzt? Der war relativ günstig. Zeige ich nochmal kurz. Bleib doch mal stehen jetzt. So, hier. Ach, da ist Ziegenfutter. Müssen wir auch noch bauen, ne? So, hier, Pflanzenfaser, Maiskolben, Honig. Easy, haben wir. Gar kein Problem. Und es war super einfach. Die brauchten nur ein einziges Herz. Während eine Katze ja drei Herzen braucht, also man muss dreimal dieses Streicheln machen, geht das bei Ziegen mit einem Herz. Und dann kannst du die einsammeln. So, und wichtig ist, dass wir jetzt ein Gehege bauen. Und da bin ich quasi stehen geblieben. Und habe ich mir gedacht, come on, da musst du jetzt auch nicht nachsynchronisieren. Das erzähle ich eben fix. Und dann ist das auch durch. Wenn ich noch was vergessen habe, wird es mir bestimmt gleich einfallen. Ich habe verzweifelt nach Zäunen gesucht. Nach schönen Zäunen. Holzzäunen. Ich habe keine gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Metallzaun beim Schmied. Und dieser Steinzaun bei dem anderen Dödel. Und das hier. Und das hier. Aber nichts anderes. Also ich habe hier nur diese Dinger. Das hier. Und das machen wir jetzt auch. Ich muss nur noch mal ein bisschen Garn bauen, glaube ich. Kann ich Garn machen? Können wir Garn machen? Das sieht gut aus. Stelle alle her. So, habe Garn. Und dann bauen wir jetzt... Zäune. Habe ich. Hä, habe ich jetzt. Ich habe doch Garn gebaut, oder nicht? Achso, wir hatten nur 20, ne? Okay. So, wir brauchen Zäune, aber das Dumme ist, es gibt da kein Tor oder was? Primitives Holztor. Wir brauchen doch da auch eine Tür dann. Nehme ich das hier. Oder was? Also ich bin da ein bisschen ratlos gerade, was ich dafür nehmen soll. Ich war immer der Meinung, wir hatten noch andere Zäune, die man bauen kann. Ich gehe noch mal kurz auf. Ich hatte auch hier geguckt bei den Werkstätten. Bei der Jägerin war jetzt auch nichts weiter. Obwohl die vielleicht auch ein Gehege oder sowas haben könnte. Aber hat sie nicht.
Und ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch gucken kann. Tischsäge ist Quatsch. Wir haben jetzt auch keine weiteren Werkbänke. Und die Bäuerin hat leider auch nichts. Ja, also es ist einfach so, ne? Das heißt, ich baue jetzt diese Dinger. Aber die Frage ist, wie viel mache ich denn? Ich mache erstmal 12. Was für eine Tür setzen wir? Bitte Mikro wieder anmachen. So. Okay. Wir können auch im Prinzip das hier einfach ranbauen, ne? Ich glaube, jetzt möchte ich snappen und einrasten. Ja. Also das finde ich eigentlich auch ganz nett. Das Ding ist, wir müssen hier noch den Weg rumsetzen. Der muss hier noch reingehen. So, das heißt, wir machen die Ziegen. Oh, warte mal. Das machen wir nochmal besser. Achso, ich dachte, mit dem Hammer muss ich das aufnehmen. Nee. Okay, auf L3. So, so ist besser. So, dann drehen wir einmal 90 Grad. So. Wir könnten jetzt hier zum Ziegengehege gehen. Aber ich brauche so ein Tor. Wo kriege ich denn so ein Tor her, Leute? Also ich könnte jetzt so ein großes Ding hier hinsetzen. Warte mal. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich könnte hier so ein Ding hinmachen, ne? Oder sowas hier. Und dann können wir da vielleicht so eine sowas hier reinmachen. Oder haben wir da was anderes? Nö. Und da gucke ich jetzt aber trotzdem noch mal kurz bei dem Kleinen hier. Wo ist er? Da, warte mal. Hallo? Haben wir noch so ein Tor oder sowas? Hast du irgendwas Schickes, was ich nutzen könnte? Und dann haben wir hier auch so Wassertränke. Das stellen wir da rein. Anschlagbrett ist auch cool. Oder irgendwie so eine Kiste noch und so ein bisschen Heuballen und so ein Kram können wir da noch reinstellen. Aber er hat tatsächlich auch nichts weiter. Das heißt ja nichts. Nur weil ich das jetzt nicht sehe, heißt das nicht, dass es das nicht irgendwo gibt. Und ich das wahrscheinlich erst noch lernen muss, finden muss. Are we here? Dann nehmen wir jetzt doch erstmal diesen großen. Hey. Hey. Dann nehmen wir jetzt erstmal den hier. Und den packe ich als Tür dazwischen. Ich hätte gern so ein Zaungate. Warum gibt es denn kein Zauntor? Hä? Dann mache ich hier so eine kleine. Dann mache ich hier so eine Doppeltür. Zwei von denen. Und eine Doppeltür. Okay, dann machen wir das so. Probier mal. Ist wahrscheinlich Quatsch, was ich gerade mache. Aber wir müssen es ja probieren. So. B ist Rucksack. Wie groß bist du? Viel zu groß. Nee, das fühle ich nicht. Dann so.
Das würde gehen. Das passt sogar sehr gut, aber ich hätte lieber ein Zaungate. Warum gibt es kein Zauntor? Aber wichtig ist ja, dass ich auch reinkomme. So, warte. Wie viel Platz sollen die Ziegen bekommen? Das reicht, oder? Ich sehe nichts. Hallo. So, jetzt brauchen wir hier noch ein paar Zaundinger. Okay. Es muss ja jetzt auch nicht akribisch genau sein. Aber so, glaube ich, fühle ich das. Dann haben wir hier noch die Brennnesseln drin. Die fressen vielleicht auch Brennnesseln. Man weiß es nicht genau. Wie viel brauche ich jetzt noch? La la la. Und da können wir hier mal so reingucken. Aber es könnte sein, dass die Ziegen denn hier reinspringen können, oder? Ich brauche locker noch 10, oder? So, ich guck mal. 10 Stück baue ich jetzt. Wir müssen ja noch mehr Gehege bauen später. So, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Oh mein Gott, ey, diese Technik macht mich wahnsinnig. So. 3, 4. Ich hab gleich kein Garn mehr. Toll. Das reicht nicht. Das heißt, wir müssen noch Büsche sammeln. Damit ich Garn machen kann. Reicht das? Jetzt fehlt hier ernsthaft ein so ein Ding. Mann! Okay, warte. Wir brauchen diese... Wo, was brauche ich dafür? Das hier, ne? Pflanzenfasern, genau. Das müssen wir sammeln. Seit wann ist hier Flint? Das Ding ist überhaupt neu, ne? Das war hier vorher nicht. Das war hier vorher nicht, dieses Teil. Wieso ist hier jetzt eine Treppe? Warte mal. Muss mal ganz kurz Orientierung, Leute. Oder bin ich jetzt blöd? Dieses Teil war doch nicht. Doch, das war dort. Aber es war nicht so weit vorne, bin ich der Meinung. Sondern nur. Also das Stück hier, das hier, war nicht da. Sondern nur das hier. So, ich mach mal noch. Ich hole mal noch ein paar Büsche, wenn ich welche finden sollte. Da vorne. Und dann machen wir mal noch ein bisschen Garn. Ja! Ich hole gleich deine Tochter. Entspann dich jetzt bitte. Ich kann nicht 1000 Sachen auf einmal machen. Also, ich kann schon. Aber das wird dann alles wieder nur halbherzig. So, ich brauche jetzt nur noch ein so ein Ding, ne? Hallo. Hallo. Alle so freundlich. Toll. Tolle Leute. Also wirklich toll. So, hier 3. Ne, ich baue noch einen. Das ist mir zu heikel. Ich baue noch in die Mauer rein. Hallo. So, ja, hallo. Hier. So, dann müssen wir Futter machen. Ziegenfutter hatte ich ja schon gebaut. Wunderschön. Ziegenfutter hatte ich ja schon gebaut. Wie sieht es da mit so einer
Mit so einer Tränke. Also Tränke, ja. Aber brauchen wir hier nicht... Warte mal, hast du vielleicht... Kannst du mal von der Tür wegkommen? Ich kann sonst nicht mit dir reden. So. Also Ziegenfutter hatte ich gebaut. Ziegenfuttertrog. Der kam jetzt auch dazu, baue ich. Dann machen wir aber auch noch eine Tränke. Und es gibt kein Bett für die. Nutztierkissen. Ich brauche noch Pflanzenfasern. So, rein damit. Wir brauchen noch... Also die Tränke kann ich noch bauen. Die habe ich ja gesehen. Vielleicht kann man da auch Wasser reinmachen. Ich brauche noch mehr Büsche. Warum sind hier keine Büsche? Da sind welche. Die würde ich aber gerne da nicht wegnehmen wollen. Hier sind welche. Okay. Ich muss mehr Büsche pflanzen. Wir haben zu wenig davon. So. Hier noch. Dann machen wir ein Bettchen. Das hier können wir noch alles abreißen, ne? Ach nee, das respawnt ja. Hab vergessen. Das respawnt ja alles. Alles, was nicht in meinem Areal ist, wird respawnt ja. Na gut. Dann bauen wir jetzt das Bett. Und die Tränke. Wo war die jetzt? Wo habe ich die jetzt gesehen? Hä? Oh, ich flipp aus. Wo habe ich denn jetzt diese Tränke gesehen, Leute? Hey! Nee, bei dir war das nicht. Doch, bei dir war das. Holzscheit herstellen. So, und irgendwo konnte ich auch noch so eine... Das ist viel zu groß. Aber egal, das kommt hier trotzdem hin. Hier, Tränke. Aber da kann ich gar nichts mitmachen. Kann ich da kein Wasser reinmachen. So, dann holen wir noch schnell das Bett. Wo bist du? Frau? Hallo? Ja, jetzt weiß ich, was ihr meint. Wenn man seine Leute hier ständig suchen muss. Aber ich habe ja meinen Stab bei. Ich hätte gerne... Emily hier. Hallo. Gib mir mal das hier. Nutztierkissen herstellen. So. Aber brauchen die jetzt alle so ein Ding? Noch hier eins hin. Mal gucken. So, ich packe jetzt die Ziegen erstmal hier rein. Ich würde auch interessieren, ob man hier irgendwie Wasser reinmachen. Aber das geht irgendwie. Na, vielleicht. Vielleicht, wenn es regnet oder so. So, okay. Ich könnte noch mehr Ziegen holen, aber eigentlich will ich, dass die sich vermehren. Hallo, ihr beiden Süßen. Na? Da ist ein Bett. Da wird gefuttert.
Ich liebe alles. Also ich hätte nicht erwartet, wo die Reise noch hingeht bei Enshrouded, Leute. Okay, wir brauchen noch ein weiteres Bett. Das habe ich verstanden. Ich baue dir ein Bett, Schnuggiputz. Gar kein Problem. Hey there. So, ich kann einfach rüberjumpen, ne? Wo ist sie jetzt schon wieder? Hallo? Da. Ich glaube, sie hat eine Quest für mich. Hey! Welcome back! Landwirtschaft mit Tieren. Denke immer daran, deine Tiere mit Futter und geschützten Betten zu versorgen. Sie könnten sogar Babys zeugen, wenn wir mindestens 2 glückliche Tiere zusammenhalten und ein Ersatzbett in der Nähe haben. Wäre das nicht schön? Ja, dann machen wir jetzt 2 Betten. Dann stelle ich die da alle hin. Ja, du auch. Du musst auch take care und so. Okay, machen wir hier noch ein Bettchen hin. Und hier. So. Ciao. Die können Nachkommen zeugen. Oh ja, ich liebe alles daran. Dann haben die jetzt ihr kleines Gehege. Hier haben wir ein paar Brennnesseln. Die wollt ihr vielleicht auch haben. Ich hole jetzt noch mal so ein bisschen Dekorationen. Wo ist sie? Die hat da, glaube ich, hier so einen Heuballen oder sowas. Wo bist du jetzt schon wieder? Hallo. Da. Strohballen. War das hier? Ja. Den hätte ich auch gerne. Zwei. Wie macht man nochmal Stroh? Das war irgendwas mit Weizen. Ich finde das rein optisch halt ziemlich nice. Und hier noch so einen Strohballen hinmachen. Wie süß die sind. Ich raste aus. Und die legen sich einfach zu dir. Damit sie gestreichelt werden. Hä? Das ist ja einfach süß. Ich raste aus, wenn die ein Baby kriegen, Leute. Macht Babys, los. Das ist ja wohl das schönste Gehege ever. Mit dem schönen Rasen hier. Ich sollte vielleicht aber noch ein kleines Dach darüber legen, Leute, oder? Ist das gut hier, wenn die im Regen nachher sind? Ja, wir lassen das erstmal so. Ihr seid happy, das freut mich. Ihr seid doch happy, oder? So. Okay. Unsere kleinen Ziegen. Die Tür nervt mich ein bisschen. Ich glaube, ich nehme die Tür raus. Weil man die nicht sehen kann. Und das finde ich ein bisschen doof. Man kann irgendwie die Ziegen nicht so richtig sehen durch die große Tür. Und deswegen brauchen wir das hier. Was? Bin ich voll? Nein. Leute, jetzt mal ernsthaft, ja? Also ich muss jetzt hier...
Wieso kann hier nicht gebaut werden? Oder sollen wir einfach offen lassen? Aber dann rennen die ja sonst wohin, ne? Warte mal. Kann ich mit 6 die Tiere steuern? Nee. Also mit dem Stab kann ich die nicht steuern. Jetzt ist die Ziege weg. Okay, ich probiere mal was. So. Kommt ihr jetzt noch durch? Ich glaube, die brauchen noch ein Dach. Ein kleines Dach. Ein kleines Holzdach. Aber damit wissen wir jetzt auch, dass die abhauen, ne? Aber ich frage mich, warum ich jetzt hier keinen Zaun hinsetzen kann. Macht gar keinen Sinn. Ah, jetzt geht's. So, warte, ich hole noch ein bisschen Gestrüpp. Brauch Gestrüpp? Wo haben wir Gestrüpp? Hasse dieses Miasma. Wenn das noch weg wäre, wäre super. Also wenn es da noch irgendwie einen Weg gäbe, die Miasma komplett zu eliminieren, würde ich mega feiern. So, ein Zaun noch. Guck mal, hier sind noch mehr Ziegen. Aber wir wollen unsere eigene Zucht. Die anderen können hier frei rumlaufen. Ich baue jetzt noch einen Zaun. Und dann muss ich noch mal kurz, glaube ich, das hier machen. So. Okay, dann haben wir es auch. Ja, perfekt. So ist fein. Das sieht gut aus. Okay. Ich kann einfach mal rüberjumpen. Da müssen wir ja jetzt kein Tor haben. Aber ein Tor wäre schöner, ehrlich gesagt. Würde ich gut finden. Vielleicht wisst ihr ja, wo ich so ein Tor finde. So, dann haben wir das hier. War das vorher auch schon so? Komisch. Der Weg muss noch rumgeführt werden und soll hier direkt zum Haus führen. Müssen wir denn hier nochmal richtig abgrenzen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Fläche dazwischen. Da können wir noch ein bisschen Blümchen pflanzen oder sowas. Ja, super. Richtig nice. So, jetzt haben die so Regenwetter. Und ich glaube, wir sollten hier einen kleinen Überstand machen. So ein bisschen Dach wäre, glaube ich, ganz nett, oder? Bin nicht sicher. So, okay. Was ist mit den Beeren? Ich habe Beeren angepflanzt. Sind die fertig? Nein, die sind nicht fertig.
Ich sehe ja auch schließlich gar keine Bären. Es ist doch ein Bärenbusch, oder nicht? Habe ich keine Bärenbüsche angepflanzt? Doch. Schade, dass man die Bären nicht einfach sammeln kann. Einfach nur die Bären und der Rest bleibt stehen. Na gut, Leute, super nice. Wir haben eine Ziegenzucht. Und das finde ich super. Ich hoffe, ich glaube, wir müssen wirklich noch eine Überdachung rüber machen, alleine wegen der Optik. Das sollten wir umgehend noch machen. Habe ich überhaupt meinen Stab hier? Mein Dingens? Hier, da ist er. Aber da brauche ich natürlich Zeug. Dachblöcke und sowas. Da würde ich dann so ein kleines Strohdach machen oder sowas. Das wenigstens über die Fläche, wo sie schlafen, so ein kleines Dach ist. Ich glaube, das wäre wichtig. Denke ich. Guck mal, und hier haben wir so Stroh. Da sind übrigens auch noch zwei Betten drin. Hier haben wir so Stroh. Und dann könnten wir hier... einfach so eine kleine Geschichte rübersetzen. So. So irgendwie. Könnte man das hier irgendwie größer machen? Muss ich jetzt wirklich Stück für Stück... Ich weiß gar nicht mehr, wie das bauen geht, Leute. Gott. Ich habe alles vergessen. Könnte man nicht irgendwie schneller bauen? Warte mal, hier ist Dach. Ach, hier. Ja. Ja. Aber das sind die großen Geschichten. Und ich will ja so ein Flachdach machen. Kann ich aber auch. Und dann haben wir das hier größer. Okay, Leute, dann machen wir... hier ein Dach drüber. Ich muss nur noch ein paar Dächer bauen. Und dann haben wir hier feinstes Strohdach, Dachwerk, was auch hier noch hin muss. Und dann können die da schlafen, die kleinen Racker. Wir zäunen das hier noch so ein bisschen ab. Obwohl, eigentlich gefällt mir das nicht, muss ich sagen. Ne? Ich muss wirklich sagen... ich hätte das hier, glaube ich, hier ist besser. Ich glaube, wir müssen das hier nochmal ein bisschen verengen. Dann haben die hier ihr kleines Gehege. Weil das hier ist nicht gut. Ich glaube, ich mache das jetzt eben schnell fertig für die nächste Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.